Moin Leute, ihr fragt euch, was ist Meta? Welche Waffen könnt ihr spielen nach dem neuen Season-Update, Season 3,5 Reloaded-Update? Ich zeige euch heute die besten Klassen, die ihr spielen solltet, könnt. Ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit. Ich zeige euch die Klassen. Ganz wichtig, hört kurz zu. Ihr könnt jede Waffe generell mit jeder anderen Waffe kombinieren. Ja, ich habe euch einfach jetzt mal wild was zusammengestellt. Welche MP ihr mit welchem Sturmgewehr oder LMG zusammenspielt, ist euch überlassen. Ansonsten, jetzt kleiner Appell. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst dem Video ein Like da. Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, damit das Video relativ vielen Leuten oder möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird. Und ja, ich würde sagen, let's go. Die erste Waffe, die wir uns angucken, ist Trommelwirbel, die SVA. Ja, sie wurde, wie ihr hier in den Patch Notes sehen könnt, SVA, wurde eigentlich nicht viel drin gemacht. Die haben ein bisschen was am Hipfire Spread Minimum, Spread Maximum und am Moving Hipfire Spread gemacht. Ist für uns nicht relevant, weil die Waffe benutzen wir eh nicht wirklich für aus der Hüfte zu schießen. Das ist eine Long Range Waffe. Die spielen wir wie folgt. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Schalldämpfer, ganz, ganz wichtig, dass ihr hier wirklich den Schalldämpfer auswählt. Bei manchen heißt der Sonic-Schalldämpfer, wenn ihr das Spiel irgendwie auf Englisch haben solltet oder auch manchmal ist das ein bisschen buggy. Schaut einfach der Schalldämpfer, der euch plus 5 effektive minimale Reichweite gibt und plus 13 Geschossgeschwindigkeit. Den wollt ihr spielen. Hohe Körnung. Visier ist euch überlassen. Ihr könnt hier auch ein anderes spielen. Wir haben den Präzisionslauf. Hohe Körnung, 60er Mac. Ganz wichtig bei der Waffe, ihr wollt die in Einzelschuss stellen. Ihr braucht doch gar keine Sorgen zu haben. Ich hasse es auch, Waffen zu triggern. Ist bei der Waffe kein Problem, weil die triggert so schnell. Also, ihr müsst auch jetzt nicht unfassbar krass sein, weil da kommt quasi bei jedem Triggern kommen zwei Schüsse raus, von dem her null Rückstoß, sehr, sehr gute Time to Kill, ihr trifft jeden Schuss, easy going. Kommen wir zur nächsten Waffe, die ich jetzt hier mal mit der SVA gepaart habe, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die HRM. Die HRM hat einen, ja, schon bedeutlichen Nerf bekommen. Sie haben den maximalen Schaden runtergemacht von 31 auf 28, ich blende es euch hier ein, ihr könnt es euch einfach selber durchlesen, ihr seht, es wurde ein bisschen was verändert. Was sie aber nicht verändert haben, ist der Recoil. Ja, der Damage ist weniger geworden. Nichtsdestotrotz ist und bleibt die HRM immer noch eine solide Alternative. Ja, ist jetzt nicht mehr die stärkste MP, aber dadurch, dass sie ja, dass ihr sie auch alle kennt, dass wir sie seit Monaten spielen und wir alle das Rückstoßmuster perfekt drin haben, ist es immer noch eine sehr, sehr gute Option. Hier seht ihr, super easy. Sogar den letzten Dummy, den man eigentlich nicht treffen muss oder sollte oder kann muss, keine Ahnung, kann man ihn trotzdem noch killen, von dem her immer noch eine sehr, sehr gute Alternative, könnt ihr gerne so kombinieren. Zweites Loadout, was wir heute vorhaben, ist eine Waffe, glaube ich, mit der keiner von euch gerechnet hat, und zwar die Tempus Razorback. Ich habe die Tempus Razorback actually schon auf dem Feinde-Kanal, könnt ihr noch sehr, sehr gerne abchecken, da kommen jeden Tag Videos, Gameplay-Videos meistens, gespielt und habe damals schon gesagt, ey, die ist gut, und die wurde jetzt tatsächlich nochmal verstärkt, ja, der Near Mid Damage, also quasi der Schaden auf nah bis mittlere Distanz, was auch sehr, sehr, sehr oft zum Beispiel auf Rebirth die Reichweite ist, auf der ihr die meisten Gegner fightet, wurde erhöht von 22 auf 26 und der minimale Damage wurde auch erhöht von 18 auf 22, was auch sehr, sehr gut ist. Die spielen wir wie folgt, längster Lauf, Visier ist wie gesagt wie immer euch überlassen, Zen-Mündung, ganz wichtig, 60 Schussmagazin und hier müsst ihr aufpassen, ja. Den Unterlauf gibt es tatsächlich nur bei dieser Waffe, ihr werdet den nicht hier vorne finden, den gibt es auch auf sonst keine anderen Waffe, soweit ich weiß. Ihr seht auch, der passt da eigentlich gar nicht so hin. Wir haben hier so diese Griffe, die alle gleich aussehen. Dann haben wir hier die vertikalen Griffe, vertikal, vertikal. Und dann kommt der auf einmal hier, ja. Den wollt ihr spielen, weil der gibt euch maximale Rückstoß, horizontale und vertikale Rückstoßkontrolle. Und dann sieht das Ganze so aus, ja. Kann sich unfassbar sehen lassen, ja. Ihr seht, Rückstoß ist nicht gegeben. Time to kill ist wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem die Feuerrate ist auch unfassbar gut. Also auf Rebirth eine absolute Empfehlung von mir. Tryt das Ding gerne aus. Ich glaube, ja, da könnt ihr einer der Ersten oder die Ersten sein, die das Ding wirklich spielen. Und vielleicht sehen wir das dann in naher Zukunft mehr Leute zocken. So, zweite Waffe gab es auch schon auf dem Feinde-Kanal. Eine, also aktuell meine Lieblings-MP. Unfassbar nice. Ich weiß nicht, was es ist. Aber die WSP fühlt sich einfach richtig, richtig geil an. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ist irgendwie so der Recoil, wie die Waffe so. Es ist einfach geil. Zockt sie einfach. Gebt mir gerne Feedback. Zen, Mündung, XRK, Edge, B4, Handstop, ja. Hohe Körnungsmunition, 40er Mac. Und ich habe jetzt hier kein Schaft ausgerüstet. Ich zeige euch jetzt aber einmal, das ist jetzt eine Rebirth-Variante und vor allem eine Variante für die Leute von euch, die ein bisschen geübter sind, sage ich jetzt einfach mal. Weil ihr seht, die Waffe wackelt schon bedeutlich. Ihr habt natürlich den maximalen Recoil, also die Rückstoßkontrolle ist nicht so gegeben, aber wenn ihr das handeln könnt, spielt gerne kein Schaft. Das gibt euch natürlich maximale Movement Speed nochmal. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, die Variante, die für die meisten von euch eher in Betracht kommt, ist, dass ihr den WSP-Fabrikschaft nehmt. Dann habt ihr hier immer noch ihr seid immer noch sehr, sehr schnell unterwegs. Ihr habt dieses Movement-Feeling von einer MP, aber ihr seht auch, ihr könnt ganz easy auf die Range die Gegner killen, ja, der Rückstoß ist gar nicht gegeben.
falls ihr wirklich eine super, super, super slowe, aber ultra präzise MP haben wollt mit einer guten Time to Kill, dann geht ihr mit dem BSP Classics Fabrikschaft. Ja, dann seht ihr hier, ihr seht auch unten, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so eine Hybridwaffe. Ja, also das ist eigentlich, brauche ich nichts zu sagen. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre für die meisten von euch wahrscheinlich der WSP Fabrikschaft, weil das ist das perfekte Hybrid-Ding für die Leute von euch, die noch mehr Movement haben wollen, kein Schaft, und die Leute, die ja einfach nur eine sehr, sehr genaue und starke MP haben wollen, geht mit dem WSP Classics Fabrikschaft. Würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit. Eine kleine Sache, die ich hier noch anmerken wollte, würde ich sagen, eine kleine Bonusklasse, um es mal so zu sagen, wollten eigentlich nur 5 machen, ist noch die BP50. BP50 wurde jetzt hier im aktuellen Patch Notes auch minimal angepasst. Irgendwie ein bisschen was mit Moving Hipfire und sowas. Das ist vor allem für Builds interessant. Also taktische Builds, diese Tech-Stance-Builds haben wir hier aber nicht. Das ist einfach eine AR, die ich euch empfehlen würde für Rebirth, falls ihr kein Visier spielen wollt oder könnt. Schwerer Bruen, hohe Körnung. Ihr seht das, 45er Mac. Größtes Mango an der Waffe, dass sie nur ein 45er Mac hat und kein 60er Mac. Ist, ja, fühlt sich unfassbar gut an. Hat eigentlich keinen Rückstoß. Würde ich euch mal für Rebirth ans Herz legen, falls ihr mal was anderes testen wollt. There you go. Nächste Waffe, auch wieder was für die Fraktion von euch, die ja einfach gar keinen Rückstoß haben wollen, was ich absolut verstehen kann, ist die MCW. MCW wurde nämlich mit dem Update nochmal ein bisschen verstärkt. Ja, ihr seht, mit Damage wurde increased von 23 auf 24. Der minimale Damage wurde auch wieder increased von 18 auf 20. Dann haben wir hier noch so Max Damage, wurde ein bisschen erhöht und die unteren zwei Sachen sind wieder irrelevant für uns. Super easy Build, langer Lauf, 10 Mündung haben wir eigentlich auf jedem Sturmgewehr, schwerer Bruenlauf, Unterstützungsgriff, 60 Schusstrommel und das Close Range. Ich spiele lieber das Visier tatsächlich, ihr könnt natürlich auch gerne das Classus oder das 2.5er spielen. Ihr werdet viele Schüsse brauchen, was aber der Vorteil von der MCW ist, ist, ihr habt wirklich gar keinen Rückstoß. Also ja, man braucht ein paar Kugeln mehr, aber wie gesagt, wenn es eurem Playstyle passt, seid euch nicht zu schade, denkt auch nicht, das ist irgendwie Quatsch. Wenn ihr euch mit der Waffe wohlfühlt, zockt die weiter, die wurde nochmal ein bisschen verstärkt. Empfehlung auch von mir an die Leute, die wieder Probleme haben mit der Rückstoßkontrolle bei anderen Waffen. Jetzt hier eine Waffe, die bei den Patch Notes komplett, ich double check nochmal, ja, die bei den Patch Notes komplett unten, ja, unterm Radar durchgekommen ist, die Striker 9. Unfassbar starke Waffe. Wir spielen den langen Striker Recon-Lauf, die 10 Mündung, XRK Edge Baby 4 Handstop, 50er Schusstrommel und den Klapperschlange Sturmschaft. Unfassbar strong, super Time to Kill, sehr, sehr krasse Feuerrate auch, ihr seht, eigentlich gar kein Rückstoß, völlig insane das Ding, wie gesagt, unverändert deswegen, aber jetzt absolutes Meta-Potenzial, weil die anderen Waffen ja genervt worden sind ein paar. Falls ihr euch damit wohlfühlt, könnt ihr tatsächlich sogar kein Schaft spielen. Ich finde, vor allem auf Rebirth kann man das machen, weil der erste Dummy gar kein Problem ist. Der zweite muss ein bisschen gegenhalten. Der letzte, sage ich mal, da hinten wird schwer, aber das hatten wir ja vorhin schon. Das ist nicht die Range, mit der ihr auf das Striker 9 fightet. Eignet sich auch super als Sniper-Alternative. Sniper-Klassen wird es hier keine geben, wird auch nicht wirklich was verändert. Und dem her müsst ihr ein anderes Video schauen. Ja, aber wie gesagt, Klapperschlangen Sturmschaft ist der Schaft, den ihr eigentlich spielen wollt. Und dann habt ihr da eine super, super starke MP, die ihr auch als Sniper-Support spielen könnt. So, sind wir jetzt hier schon bei der vorletzten Klasse. Die Waffe hier auch wieder unterm Radar durchgekommen. Super, super stark, vor allem auf Rebirth. Die, wer hat es gedacht, STB-556 aus MW2, ja. Wir spielen den Brühen S620 Lauf, das glaslos Visier hier, 42er Mac. Hohe Körnungsmunition und schwerer Brunnenunterstützungsgriff. Ihr seht keine Mündung, etwas ungewöhnlicheres Bild. Sage ich aber, warum wir das machen. Weil, wie gesagt, die Waffe hat nicht wirklich krassen Rückstoß. Ja, hat eine super Time to Kill. Muss man an der Stelle mal anmerken. Falls ihr euch trotzdem etwas unwohl fühlt, also falls die Waffe doch so ein bisschen zu krass wackelt, macht ihr die Höhe Körnungsmunition raus und spielt die 10 Mündung. Dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir wirklich absolut null Rückstoß. Ich denke mal, ist vielleicht auch für den einen oder anderen von euch wieder die bessere Wahl. Das einzige Mango an der Waffe auch wieder das kleine Magazin mit nur 42 Schuss. In Solo absolut gar kein Problem. Wenn ihr Vierer oder sowas spielt, müsst ihr euch ein bisschen einteilen mit der Munition oder mit eurem Stellungsspiel, weil es kann natürlich passieren, dass eure Waffe schneller leer ist, als ihr es denkt. Ja, Time to Kill trotzdem super. Testet es gerne aus auf Rebirth. Absolute Empfehlung von mir. So, jetzt sind wir ja auch schon bei der Striker. Striker, eine MP, die mit dem aktuellen Update tatsächlich mal einen richtig, richtig fetten Buff bekommen hat. Der minimale Damage wurde nämlich von 23 auf 28 erhöht. Das sind 5 Schadenspunkte mehr. Das ist sehr, sehr krass. Dazu wurde sogar die mittlere Schadensreichweite auch erhöht von 30 auf 35 Meter. Viel Fachjargon. Wir interessieren uns vor allem für die 5 Schadenspunkte, die wir jetzt mehr haben. Mein Bild sieht so aus. Langer Strike, ein Recon-Lauf,
X10 Mündung, XRK Edge Handstop, kennt ihr schon, 48er Mac, und ich habe sie jetzt hier mit dem Keinschaft-Variante. Wieder eine Sache, müsst ihr euch halt mit wohlfühlen. Ich finde, mit den Aufsätzen, die wir gewählt haben, ist es sogar für die Spieler von euch, die vielleicht nicht so gut mit Rückstoß klarkommen, immer noch eine sehr, sehr gute Alternative. Weil ich bewege jetzt hier meinen rechten Stick fast gar nicht. Also ich mache nichts, ich schieße wirklich nur, ich halte nicht dagegen. Und ihr seht, der Rückstoß kann sich, denke ich, trotzdem sehen lassen. Dafür, dass ich gerade gar nichts mache und dass wir Keinschaft haben. Falls ihr trotzdem, ja, euch das irgendwie zu krass ist, könnt ihr natürlich hier auch einen anderen Schaft spielen. Ich würde euch dann wieder den Klapperschlangen-Schaft empfehlen. Oder ihr geht sogar mit der hohen Körnungsmunition und spielt quasi kein Schaft. Könnt ihr auch machen. Wobei, da bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Von dem her würde ich euch einfach hier empfehlen, falls euch kein Schaft gar nicht taugt, spielt den hier, den Lachmann Recon Series Schaft. Dann habt ihr, wie gesagt, wirklich die ultimative Kontrolle. Seht ihr da, da gibt es eigentlich gar keinen Rückstoß mehr. Will ich euch das empfehlen? Ja, ansonsten Alternative, gar kein Schaft und hohe Körnung. Aber wie gesagt, ich würde es mal euch empfehlen, mit kein Schaft zu probieren. Dann habt ihr wirklich eine sehr, sehr geile MP, mit der ihr auch schnell seid und quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnt. So, sind wir jetzt hier schon beim letzten Loadout, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar sind wir hier bei der Brühen. Hat sich eigentlich auch nicht viel verändert, wurde minimal schlechter gemacht. Max Damage wurde irgendwie runtergemacht von 28 auf 26. Der Leg Modifier wurde irgendwie verändert. Ihr könnt es ja hier in den Patch Notes sehen. Von dem her, das sind ganz kleine Änderungen, die der Waffe aber nicht wirklich groß irgendwie, ja, Schaden zufügen, im Sinne, was die Time to Kill und das generell das Recoil Control sowieso schon mal gar nicht, oder generell das Handling der Waffe angeht. Von dem her haben wir hier die Zen-Mündung, schwerer hohen Unterstützungsgriff, hohe Körnungsmunition, 60er Mag und ein Visier eurer Wahl. Ich zeige euch auch hier nochmal, dass das Ding absolut gar keinen Rückstoß hat. Absolut insane. Sehr, sehr geile Time to Kill. Hier gilt auch wieder, falls ihr irgendwie mit der hohen Körnungsmunition nicht klarkommt, spielt sehr gerne diesen Lauf hier, ja. Dann habt ihr auch nochmal den Effekt von, ja, so ein bisschen Geschossgeschwindigkeit, aber habt dafür keinen Recoil-Penalty. Also ihr habt nochmal weniger Rückstoß. Ist euch überlassen. Ich würde es euch, wie gesagt, immer erstmal so empfehlen, wie ich die Waffen, wie ich sie euch am Anfang zeige. Falls es euch dann nicht taugt, nehmt gerne die Änderungen vor, die ich euch vorgeschlagen habe. Oder vielleicht sagt ihr auch, ey, der Aufsatz, den spiele ich lieber so. Ist natürlich euch überlassen. Ich gebe euch hier nur einen Leitfaden, an dem ihr euch orientieren könnt. Und dazu haben wir immer noch das super starke MCW-Umbau-Kit, das auch nicht angefasst wurde. Im Gegensatz dazu hat sogar einen Buff bekommen. Ganz wichtig, MCW, ihr wählt das Jack Rabe-Kit aus, 40er Mac, F-Tech MSP 98 Handstop. Da haben wir die Kasus-Mündungsbremse, den schweren Second-Line-Mammutlauf. Und das war es auch schon. Das ist quasi die MP-Variante von der MCW. Auch eine ultra geile Waffe, die sich super anfühlt. Unfassbar Spaß macht auch, muss ich ehrlich sagen. Eine meiner Lieblingswaffen. Genau. Und dann soll es das jetzt eigentlich schon gewesen sein, ja, zum Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Waffen zeigen. Vielleicht ein paar, die ihr bei anderen Leuten noch nicht gesehen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den Waffen. Es gibt jetzt hier noch ein bisschen Gameplay. Und ansonsten, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Da bin ich fast jeden Abend live. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Rest des Videos. Und wir sehen uns in den Lobbys. Haut rein. Peace. Worst aiming. Messi, 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 Messi. Oder was ist das für ein Freak, Alter? Er hatte auch schon seine Loadout-Waffen, ich wollte schon sagen. Greatest Player, aber er hatte auch seine Dings-Waffen. Kann man hier nicht klettern oder bin ich dumm? Ah, okay. Ich mal überlegt letzte Zeit, mein Controller zieht manchmal echt sehr krass so nach links, rechts, ob ich meine Dead Zone von 0-3 auf 0-5 mal wieder stelle, also 0-0-5. Nämlich teilweise schon echt criminal, was da in letzter Zeit passiert bei mir. Oder schon sehr ausgelutscht ist. Hat der arme Christ nicht gecheckt. Hauptsache guter Ping, scheiß auf schönes Wetter. Boah. Da muss ich ehrlich sagen, Bruder, da sind die Lebensprioritäten falsch gewählt. Das ist der Typ von vorhin. Ja, sein Name sieht wirklich überhaupt nicht so aus, ob er irgendwie gut ist, aber er ist echt nicht schlecht. Das ist mein Freund Toni mit Messi, 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 Messi Skin. Messi, 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 Messi.
Er campt da einfach drin, oder? Hä? Ich check's nicht. Warum liegt da eine HRM9? Also die Bruhen ist schon ein geiles Teil. Schon ein geiles Teil. Wo werde ich denn da angeguckt? Mal von da hinten. Das war der berühmt-berüchtigte Killer, der. Kennt ihr den? Weil wie ist er nicht tot, Alter? Glaube ich, gehe echt mal auf der jetzt wieder 005. Was mache ich, glaube ich, jetzt, wenn ich einen neuen Controller dann actually habe? Wobei, dann brauche ich es nicht mehr, ne? Dann kann ich auch auf 03 bleiben, ich Idiot. Weil ich teste mal, ob sich das viel anders anfühlt. Kann selber nochmal ändern. 5. Bleibt der jetzt da, oder? Oh mein Gott. Guck mal mein Timing an, Chat. That is crazy. Das ist einfach wieder der Typ. Ich fight einfach immer nur denselben. Ganze Runde. Den habe ich irgendwie 5 Mal schon gekillt. Den Kollegen. Digga, 5er Dead Zone has me moving, Chat. What the fuck? Seht ihr? Wie viel besser mein Aim auf einmal geworden ist? Nur weil ich die Dead Zone verstellt habe? Das ist ja komplett krass. What the fuck is going on? Ja, FCS heute komplett wirklich wieder die ganze Saison an die Wand gefahren. Aber haben die letztes Jahr auch schon gemacht, leider, ja. Das ist wieder mein Freund Ali irgendwas. Da bin ich geplated, ist er der Kratos? Nee. Oh mein Gott, Chat, was macht denn diese Dead Zone mit mir? Seht ihr das? Das ist ja crazy, riecht da mal ein OMG in den Chat. Ja, weil Saarbrücken heute verloren hat, aber gegen Halle irgendwie 17. Platz. Münster hat irgendwie noch 5-3 bei Viktoria Köln gewonnen, wie auch immer sie das gemacht haben. Und halt generell, also sie sind halt wieder wirklich nicht gut gewesen, die letzten Spiele. Einfach. Immer wenn es irgendwie drauf ankommt in der Saison, die letzten Spiele verliert Saarbrücken irgendwie gegen Absteiger oder so. Das ist echt... Oh, das ist gar nicht gut. Alicat, ey, Bruder, wie oft soll ich die Runde noch töten? Ha? How many more times should I kill you? Kill you. Show you what you're really worth. Bruder, also, keine Ahnung. This dead zone has me going. Has me flowing. Schießt da jemand zurück? Oder der Typ, der dich gerade 6 gekillt, der hätte dich in jedem Gunfight ever gekillt, QB, du Trashcan. Mein Pech schon wieder. Einfach Toni auch noch da, der Messi-Skin. Messi, 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 Messi. Und ich überlasse ja nichts dem Zufall, Chat, ne? Dann bin ich auch der schlaue alte Mann. Und jetzt lieber nochmal ein Self, bevor ich hier wieder eine Helmbombe kriege. Wirklich wieder irgendwas passiert. Aber with this aim. Nee, nee. I'm not getting a Helmbombe. These guys never stood a chance. Ihr müsst da jetzt raus, Jungs. Scheiße. Der greatest player war das.
TikTok-Skin. Was Kracher, ich hatte alles im Griff. Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Sonst wäre ja langweilig. Hätte ich den direkt gekillt. Das war eigentlich, er chillt mich. Der liegt sich einfach hin. GG's. War der krass, ja. Der hat sich auf jeden Fall gekillt zu mir. Ein Pferd nur so hoch wie es muss, das ist der Titel des Videos. Waters Classic Reflex. Zack, zack. Rein schafft. Zack.